Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge American Truck Simulator. Ja, wir sind noch mitten im Halloween-Event oder wie es hier oben so schön steht, Halloween. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, ob das jetzt ein Tippfehler war oder ob das tatsächlich so heißt bei denen. Ich habe den Epi im Gepäck. Der Fabian traut sich nicht mehr, nachdem das immer so ein Theater war, dass wir zu dritt fahren. Hallo zusammen. Nein, also nein im Sinne von, dass er jetzt gar nicht gefragt war, weil er jetzt gar nicht da war. Dann schauen wir mal eben kurz, was der EP angenommen hat. Einmal von Phoenix nach Huron. Okay, Restzeit 23 Stunden, das hört sich schlimm an. Hä? Nee. Ja, für uns jetzt. Ansehen und den gleichen Job annehmen, ja. Aber 10 Stunden ist nur die Fahrt. Ja, das sieht auch nicht so lang aus. Gehe ich mit dem eigenen... Ach, so ein Halloween-Auftrag? Natürlich. Ich habe noch keinen hier drin gefahren mit Halloween. Ich habe ja alles nur in ETS gemacht. Heftig, wegen dir muss ich jetzt 2000 Schnellreise bezahlen. Das tut mir irgendwie... Muss ich das auch machen, wenn ich zu mir zurückreise? Ich glaube, ja, ne? Das ist, glaube ich, der gleiche Betrag. Weil ich ja in Phoenix die Dingsstätte habe. Ja, ich dachte, du wärst in Phoenix, deshalb habe ich jetzt in Phoenix einen Auftrag. Warte mal, ich probiere mal kurz, ob das gleiche ist. Schnellreise? Nee, Moment, da muss ich in die Garage reingehen. Ha, für alle, die das nicht wissen, möchte ich das nämlich gerne mal kurz machen. Wo ist meine Garage hin? Garagenmanager. So, Phoenix, zack, und dann Schnellreise. Kostet mich das Gleiche. Ja gut, scheiß drauf. Aber so habt ihr zumindest mal gesehen, wie man eine Schnellreise zurückmacht. So, jetzt steht der Auflieger bereit. Wie komme ich denn? Stimmt gar nicht. Ich dachte schon, ich müsste jetzt rückwärts aus der... Ich und die Feststellbremse, ne? Welcher Idiot macht auch eine Feststellbremse rein? Ja, die habe ich auch gerade, ja. Ja, aber du denkst immer, es geht alles automatisch. Beim Busfahren zum Beispiel, da ist es ja so, wenn das auf Automatik steht, und das habe ich ja eingestellt, dann klickst du nach vorne und kannst losfahren. Und hier klickst du nach vorne, alles ist super, außer das Licht, das hat er wieder ausgeschaltet, sehe ich gerade. Einmal umstellen, zack. Ja, alles ist super, nur dass ich jetzt gerade, anstatt aufs Gas zu drücken, den Blinker rausgesetzt habe, den ich gerade extra reingemacht habe. Das war natürlich sehr clever. Wir fangen schon mal wieder super gut an heute. Ich sehe die Gameplayerin da rumeiern. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das hatte ich eigentlich vorgefahren. Ich bin mal einfach drüber gefahren. Was ja nicht so schlimm ist, weil ich ja sowieso hier bei dem Simulator immer so fahre. Kann der mir mal nicht sagen, dass hier irgendein Händler entdeckt worden ist? Ah, hier muss ich rechts rum. Was für Bremsen hier bitte? So, ich habe das Stoppschild leider übersehen. Der Epi, da hinten ist er. Wir winken mal. Nee, Moment, wie war das? Oh nee. Es war H, nicht F. Du meinst, so, wir hupen mal. Ich hoffe, du hast das jetzt tatsächlich ausgeschaltet, dass wir keinen Schaden aneinander machen. Aber das Komische ist, er zeigt mir den Weg nicht an. Ach so, wo kann man das ausschalten? Ja, bevor du das hier machst. Sonst haben wir gleich ein Riesenproblem. Ja, so, dann haben wir das drin. Du stehst nämlich direkt vor meinen, obwohl, naja, gut, hier ist ein kollisionsfreies Gebiet, hier ist es nicht ganz so schlimm. So. Wieso habe ich jetzt immer noch einen Blinker aus? Ich habe den noch ausgemacht. Schweinerei. Warum zeigt er dir meinen? Ja, nun fahr doch. Ja, kann ich nur nicht. Ich hab doch noch nicht alles gehabt. Nein, du nicht. So ein komischer Jeep. Ja. Doch, noch einer. Ich hab ihn gesehen. Wir müssen nach links. Toll. Ich mache hier so eine schöne Kurve, damit wir nach rechts fahren können. War das nicht wunderbar? Ich hoffe, da kam keiner. Man sieht auch so einen Truck sehr wenig, muss ich sagen. Also beim Bus habe ich das gleiche Problem. Dadurch, dass die Säulen irgendwie so breit sind, ne? Ach so, oh Mist, ich hätte vielleicht, na, ich weiß nicht, ist das sehr lang? Weil ich gehe auf einen halben Tank zu, sonst würde ich mal kurz tanken. Warum ist mein Dings verkehrt rum? Warte mal kurz. Oh,
Kann ich nicht. Aber ich überhole dich mal zum Tanken. Nein. Ich fahr doch jetzt schon. Oh, ich dachte, die Straße wäre ein bisschen weiter hinten. Hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Warum machen wir jetzt hier eigentlich gerade eine Nachtfahrt? Du weißt, ich hasse Nachtfahrten. Warum will der mich jetzt überhaupt woanders drauf machen? Warum kann ich den Spiegel eigentlich... Warum ist der 5 Kilometer weg von dem Truck? Ich kann den linken Spiegel, den sieht fast gar nicht. Das ist ja ätzend. Deswegen habe ich mir die 2 Spiegel reingemacht. Jetzt vergesse ich aber natürlich, ich glaube mit F2 war es, wo du die mit einstellen konntest. Ja, aber ich habe, das wollte ich ja nicht so ändern. Jetzt wollte der mich allerdings hier rum auf die Autobahn lotsen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier im Kreis fahre. Ansonsten ist das nämlich jetzt doof. Ja, ich sehe dich hier gar nicht mehr. Ist logisch, wenn ich von der anderen Seite auskomme. So eine bist du, die von der anderen Seite immer kommt. Ja, ich glaube, genau, er fährt mich jetzt. Ah, ist das doof. Hätte auch sagen können, ich hätte andersrum rausfahren sollen, ganz ehrlich. Na gut, ich fahre jetzt einmal im Kreis und dann fahre ich dir hinterher. Soll ich dann warten eben auf dich? Wenn du siehst, wo ich hinfahre auf der Karte, weil ich sehe dich jetzt gerade nicht. Phoenix. Also er hat, meine ich, jetzt nicht so viel mehr drin gehabt. Oder überhaupt, dass er mehr drin hatte, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ah doch, da hinten sehe ich dich. Fahr schon mal langsam an, ich komme schnell. Ich roll den Berg runter, ich gebe gar keinen Gas gerade. Ich roll auf die Autobahn. Achso, du bist da auf dem... Ja, stimmt. Aber ich roll gerade nur, ich gebe gar keinen Gas. Also ich sehe aber immer noch nichts von dir. Ja, doch, doch. Ich bin jetzt mit 96 km/h hinter dir. Meilen meinst du wohl? Nein, km/h. Hast du umgestellt auf km/h? Ja. Ich will ja auch wissen, wie schnell das Auto ist. Boah, der Idiot wird mir jetzt so brutal reinfahren, wenn ich jetzt hier über beide Spuren weiterfahre. So. Auf jeden Fall bist du vor mir. Da ist, glaube ich, noch ein Tanker oder sowas hinter dir. Ich sehe dich halt immer noch nicht. Auf der Map sehe ich dich noch nicht. Ja, auf der Karte sehe ich dich, aber komischerweise sehe ich dich... Also den Namen sehe ich... Ah, jetzt doch. Ach, du bist der Zweite vor mir. Okay. Dann ist gut. Und ich habe schon wieder vergessen, das einzustellen. Oh, ich bin so ein Idiot. Was denn? Ach, das mit dem Bett. Jedes Mal merke ich mir, mach es, bevor du wieder startest. Und jedes Mal vergesse ich es. Wie schnell fährt denn der hier? Maximum 65? 105 km/h. Also meiner. Meiner fährt jetzt 65 Meilen. Ja, es ist ja ziemlich genau die Hälfte, glaube ich, ne? Nicht ganz. Ich glaube, 1,6 ist doch eine Meile. Ne? Ich weiß nur, 1,95583 ist umgerechnet ein Euro, aber mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also D-Mark-Euro. Wehe, Junge, wehe. Das ist nämlich mein eigenes Auto und ich habe kein Geld, um irgendwas zu bezahlen. Ich musste zuletzt schon so viel bezahlen. Dann habe ich nur die Hälfte vom Auftrag bekommen, weil mir ja im Vorfeld keiner gesagt hat, beziehungsweise die das ja auch nicht so richtig da reinschreiben, also gar nicht reinschreiben, dass man halt eben nichts beziehungsweise nur sehr wenig bekommt, also etwas unter der Hälfte, glaube ich, war es, wenn man, also das weniger bekommen ist nicht das Problem, wenn man verspätet ist, das ist klar, das wusste ich ja, sondern das war ein Online-Auftrag, das wusste ich aber nicht. Also, dass das ein Online-Auftrag gewesen ist. Und dementsprechend habe ich dann weniger bekommen und die laufen ab. Und das ist richtig bescheuert gemacht. Ich meine, warum laufen die ab? Meinen die, wenn man das annimmt und 3 Stunden gefahren ist, aber noch 2 Stunden braucht, sage ich jetzt mal, dass man das dann alles in der gleichen Nacht macht? Also, ich habe keine Zeit bis 5 Uhr morgens das zu machen, weil um 6 muss ich raus. Also, das ist sehr utopisch gedacht, ehrlich gesagt. Da ist was zum Schlafen. Musst du schlafen? Noch nicht. So früh. Nee, es ist nicht früh. Wir haben 3 Uhr nachts.
Ja, aber ich kann ja sowieso nur einen Kaffee holen. Ach so, ja, ist ja wieder... Oh, wieder die Sache hier. Nee, da müssen wir ja komplett die ganze Nacht durchschlafen. Durchschlafen, ja, wir schlafen die ganze Nacht durch, genau. Die Autos fahren fährt. Schon alleine. So, deshalb fährst du immer kreuz und quer und machst immer so viel Schaden. Du schläfst die ganze Nacht durch. Ich habe das einmal gehabt, aber das war bei dem anderen, das war beim Eurotruck, wo ich das drin hatte. Komischerweise ist es hier standardmäßig ausgewiesen, also verstanden habe ich es nicht. Da bin ich so müde gewesen und die ganze Zeit kam aber nichts, wo ich schlafen konnte. Und ich war so müde, dass der ständig eingenickt ist. Und ständig hatte ich dann ein paar Sekunden schwarzes Bild und bin dann plötzlich irgendwo davor gefahren oder auf einmal neben der Autobahn. Ja, ich habe auch festgestellt, du kannst auch nicht mehr lenken. Also ich habe dann extra, ich wusste ja, wo der hingeht und habe gegen die Richtung gelenkt. Er ist trotzdem in die Leitplanke reingedengelt halt. Ne? Also der verreißt wirklich das Lenkrad auch. Ne? Also du siehst ja in dem Moment nichts, aber du kannst ja auch nichts steuern. Also du bist wirklich weggenickt halt anscheinend. Ne? Ja, aber es ist, ich meine, klar, ist eine Simulation, ist natürlich nachvollziehbar irgendwo. Wobei normalerweise, wenn du nicht lenkst, müsste der geradeaus. Ja gut, ist wahrscheinlich dann bei dir geradeaus gefahren, ne? Weil bei mir ja, ist er geradeaus. Nee, der ist so schräg rübergefahren, in die ganz andere Richtung. Obwohl ich woanders hingelenkt habe. Und das war auch, fand ich, relativ lang. Also, wobei es eigentlich nur ein paar Sekunden war. Aber es war lang genug, dass ich halt schön Schaden hatte an dem Fahrzeug dann. Ne? Ja, was ich halt blöd finde, und das ist dann wieder unrealistisch, du kannst dann nicht sagen, okay, ich fahre jetzt an den Rand und klick da irgendwo auf Nickerchen oder so, dass du dann mal ein paar Minuten die Augen zumachst. Weil das ist halt realistisch. Wenn ein Truckerfahrer denkt, oh scheiße, ich schlafe jetzt hier ein, meinst du, der wartet jetzt bis zur nächsten Raststätte? Der setzt sich da irgendwo mit Warnblinker oder so an die Seite. Wenn du auf der Autobahn bist, geht das nicht. Ja doch, wenn das machen die auch schon mal. Ja, aber die stellen sich ja nicht auf den Standstreifen, das habe ich noch nie gesehen. Doch, gesehen schon. Der war da tatsächlich drin und war am Schlafen, habe ich gesehen. Ist wahrscheinlich nur die Ausnahme, nehme ich mal an. Die wissen ja, denke ich mal, normalerweise, wo sie halt eben schlafen können. Aber ich habe es auch schon gesehen. Also ich denke mal, bevor da einer einen Unfall baut, setzt er sich dann lieber da irgendwo an die Seite. Ach, hier ist es ja wieder mit der Wiegestation. Ne? Da hinten ist gerade eine. Kommt bestimmt gar nicht mehr. Bitte zur Wiegestation fahren. Ach so, ja, dann kann man wieder nichts sehen. Ja, da hinten geht's raus. Was machst du? Ich will dich die ganze Zeit fast überholen. Ja, weil der fährt so langsam. Jetzt bremst er, jetzt fährt er wieder nicht. Jetzt gibt er wieder Gas. Ach, hier das Auto, jetzt sehe ich den. Ja, jetzt zuckt er so rum. Ich wollte den überholen. Was du nicht hinkriegst, weil du nicht schneller kannst als er. Das Schlimme ist ja, wenn du die dann anrufst, denken die, oh scheiße, der will mich gerade überholen und fahren dann mit doppelter Geschwindigkeit auf einmal weg. Das ist mir auch schon öfter passiert. Also die Weißen, die machen das gerne. Diese etwas längeren Autos da. Der ist ja... Pass auf, du fährst im Reihen. Oh! Ich hab den extra ein bisschen abgedrängt jetzt. Ja, toll, danke, aber voll auf mich drauf. Ja, wollt ihr mal ich sagen, fahr doch hier nur ein paar machen. Meter hinter dir. Oh. Das kann ich nicht machen. Ich muss das selber bezahlen. Wobei ich das auch schon... das ein oder andere Mal gemacht habe, muss ich dazu sagen, weil dann irgendwann wirst du so aggro, weil die dich so nerven. Oh, du ruckelst wieder. Hier kommen LKWs vor uns, ich fahr gleich wieder rüber. Achso, ich wollte gerade sagen, ich bin am Anschlag. Das wird schon rot angezeigt, aber das ist ja nur, weil ich zu schnell fahre. Ja, hier ist nur 55 erlaubt. 89. Achso, ja, Meilen, ne? Bei mir steht 89. Ja. Aber immer wenn du so komisch zuckst, bin ich ein Stück näher an dir drin. Das ist nicht gut. Ich häng dir gleich im Kofferraum. Ich hab keinen Kofferraum, ich hab einen Trailer. Ja. Boah. Es ist dann, als ob ich kurz in die. Huh! Als ob ich kurz in dich reinzoome. Alter, aber das ist dann wirklich so ein Fortschritt, dass ich dann. Ich überhole dich hier gerade. Ja, mach doch. Aber ich muss gleich den LKW überholen, der bremst. Jetzt fahr, komm, ich bin vom Gas runtergegangen. Nicht in mich rein. Oh, Alter. Ey, die Hälfte vom Trailer wäre jetzt bei mir im Fahrerhaus drin, ne? Oder Führer? Nennt man das ja, dann hättest du mal nachgucken können, was für eine Halloween-Ladung ich habe. Ja, super. Ich musste jetzt wegen dir bremsen. Jetzt muss ich erstmal wieder in die Gänge kommen. Ich muss jetzt auch bremsen, weil vor mir ist ein PKW, der fährt nicht.
Deswegen überhole ich dann immer rechts. Da ist ein LKW gerade. Oder auf dem Standstreifen? Über. Ja, das mache ich auch hin und wieder. Ja, mache ich, wenn ich nicht gerade am Aufnehmen bin und so tue, als ob ich vernünftig fahren möchte, dann mache ich das sehr oft, ja. Wieso haben wir jetzt noch so viele Kilometer eigentlich vor uns? Was? Ne, ich war jetzt gerade etwas irritiert, aber nee, da stand ja eben 10 Stunden. Ich dachte, wir haben mit 8 Stunden angefangen. Also ich habe noch 7 Stunden und 24. Ja, aber ich habe gedacht, wir haben mit 8 Stunden angefangen, weil dafür fahren wir dann schon lange. Wir fahren jetzt schon eine Viertelstunde oder so. Es waren 10 Stunden, wie für eine Stunde? Reell? Nee. Ja, reell. Also zumindest die Aufnahme, nee. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee. Doch, die ist schon immer eine Viertelstunde. Eine Stunde nicht? Eine Viertelstunde ist auch keine Stunde. So, ich bin hier an dem vorbei. Und Nachtfahrten finde ich immer so einschläfernd irgendwie. Alles ist dunkel, abgesehen davon, dass ich gerade mit realen Kopfschmerzen fahre. Aber das es ist sind, dann für mich nichts. Es wird gerade heller, glaube ich. Oder es wird. Wir haben gleich 5 Uhr, also noch wird es nicht wirklich. Es sei denn, wir sind aber im Sommer. Bei mir ist Donnerstag 11.53 Uhr. Ich weiß nicht, was der für Zeiten hat hier. Hä? Bei mir ist 4.53 Uhr. Meine Uhrzeit stimmt irgendwie nicht. Oder hast du eventuell ausgeschaltet mit, eingeschaltet, glaube ich, mit diesen Zonen. Kannst du irgendwas mit Zonenzeit oder sowas einschalten? Ja, wahrscheinlich habe ich die europäische Zone. Oh, nee. Willst du überholen oder schlafen? Okay. Nee, ich überhole gerade die PKWs, weil die hier so doof fahren. Oh, und jetzt fährt deiner links rüber, willst du mich hier? Alter! Ist nicht euer Ernst. Der ist rechts. Ich überhole gerade den Wagen hinter ihm und da macht der Blinker raus auf meine Spur drauf. Oder war es jetzt nach rechts? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, dass er dann nach rechts zu mir drauf ist. Aber so. Ja, schlimm. Jedes Mal schrecke ich mich hier. Da kommt immer was reingesprungen. Dann denke ich immer, mir kommt ein Vogel vor die Windschutzscheibe. Das ist hier mein kleiner silberner Metallschädel. Der dann immer von hinterm Spiegel auf einmal so nach vorne schwingt, weißt du? Ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an, in welche Richtung ich gucke und fahre. Das ist ganz lustig. Manchmal hängt er vorm Spiegel, so wie jetzt, also links vorm Spiegel. Manchmal hängt er dann dahinter. Hast du jetzt eigentlich einen neuen LKW oder hast du immer noch den ersten, den du gekauft hast? Nee, den ersten. Ich musste doch erstmal die Garage machen. Da ihr mich ja immer genötigt habt, zum Eurotruck zu fahren, habe ich ja kein Geld gehabt auf meinem geliebten American Truck. Was ich, also ich finde beide geil, wie gesagt, aber ich persönlich finde American Truck so von der Umgebung her immer noch ein bisschen schöner. Auch wenn man da die Ampel, aber ich bin ganz ehrlich, musst du tanken? Nee, aber ich muss mal kurz schlafen. Musstest du jetzt hier? Ja, dann werde ich aber in der Zeit noch mal kurz tanken. Das ist zwar nicht viel, aber ich muss ja so oder so irgendwann wieder tanken, weißt du? Wenn du dir jetzt einen Kaffee nimmst, dann tanke ich in der Zeit. Das Problem ist, hier ist nichts zum Kaffee nehmen. Hier vielleicht? Stand da aber. Du hättest, glaube ich, eine Spur weiter rechts rumfahren müssen, oder? Ja, aber das ging nicht. Ich kann es jetzt gerade nicht sehen, wegen dem blöden Motor hier. Ach, da. Ja, ja, genau. Rechts hinter der Tankstelle. Da ist auch eine Wiegestation. Also, wenn du dich wiegen möchtest. Also, den Truck. Ach, da stehen die. Okay. Geht das da auch schon, wo du jetzt stehst? Ja. Ach so. Nee, warte mal. Da müsstest du ja vorfahren. Warte mal, dann fahre ich mal ein bisschen wieder zurück. So. Das müsste eigentlich. Ja, wenn du gleich drehst, müsstest du eigentlich genug Platz haben, oder? Wer hupt denn da? Ich glaube, das Auto hinter uns. Der fährt einen von uns beiden gleich in die Karre rein. Ich wusste es, natürlich fährt der mir in die Karre rein. Ey, erstens darfst du sowieso rechts nicht überholen, aber gut, wir sind jetzt nicht auf der Straße. Und zweitens, ich verstehe die KI nicht, ganz ehrlich. Welcher normal denkende Mensch, ich meine gut, die fahren jetzt auch nicht so auf die Autobahn, wie ich das gerade mache, aber welcher normal denkende Mensch
Und ich meine, das soll ja so eine KI, die programmiert ist, eigentlich nachstellen. Würde, wenn zwei Trucks vor ihm fahren und der eine gerade zurücksetzt und der andere gerade am Anfahren ist, den zweiten von rechts überholen. Ja, das ist... Das ist so bescheuert programmiert. Ich meine, ich liebe dieses Spiel, aber das ist so bescheuert von der KI. Ja, genau! Oh, nee, komm. Jetzt habe ich gebremst und der Idiot hat da, fahr dem jetzt voll in den Kofferraum rein, oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Mann, jetzt fahr endlich, du blödes Ding. Die scheiß Karre fährt nicht mehr an hier. Nur weil der Idiot so dämlich ist und links, rechts hier wie so ein Eierkopf am Fahren war. Dann habe ich gehupt und dann bin ich dem natürlich rein, als ich auf die Bremse gedrückt habe, weil er zu blöd ist zu fahren. Ey, das sind so die Sachen. Welcher LKW fährt dann mit jemandem, der ihn gerade am Überholen ist, voll vor die Karre? Diese KI. Also das ist der Bus-Simulator realistischer, ganz ehrlich. Weil da ist es tatsächlich so, dass die Leute... Gut, das ist natürlich nicht immer so in der Realität, aber da... Ist das eigentlich ein Fernbus-Simulator auch, oder ist das ein... Also der Bus-Simulator 18 und der Bus-Simulator 22 ist es, glaube ich, der letzte, den ich mir jetzt gerade geholt habe. Und der Fernbus-Simulator, das sind drei verschiedene. Den Fernbus-Simulator nehme ich einfach nur, um von A nach B zu kommen. Da lasse ich sämtliche Aggressionen auf der Straße raus. Nein, aber wirklich. Aber ist das in Deutsch, spielt der in Deutschland? Weil ich habe gesehen, der jetzt 21 ja. Ist, glaube ich, in Amerika. Also der Fernbus-Simulator ist auf jeden Fall in Deutschland. Da bin ich jetzt, ich weiß gar nicht. Ich bin, glaube ich, in Berlin gestartet oder so, keine Ahnung. Nee, in Düsseldorf, glaube ich. Irgendwas davon kurz auswählen. Dann bin ich quasi auf der Karte so nach unten gefahren und dann alle so hintereinander, so dass ich die dann nach und nach alle freilege, die Haltestellen da. Ne? Ja gut, den Bus-Simulator 22 konnte ich ja noch nicht testen. Du wolltest ja lieber Truck fahren. Nein, ich kann auch Baumaschinen machen. Dann fährst du ja, eigentlich wollten wir den Bausimulator mal testen. Ja, aber du wolltest das ja nicht. Aber da wir ja neue Folgen beim American Truck jetzt brauchten, haben wir den ja jetzt erstmal gestartet. Also freut euch drauf, dass wir bald die Gegend unsicher machen mit Baumaschinen, wollte ich gerade sagen. Mit Baumaschinen, die alles kaputt machen. Also ich betoniere die Gamepläne dann ein. Naja. Du wartest ja nur darauf, dass dann irgendwann die Flut kommt oder so. Die Flut? Ja, die Flut. Wenn du mich da einbetonierst, das ist ja mitten auf dem Platz, sag ich mal. Ja. Kann ich ja nicht durch Wasser sterben, so wie bei dem Mafiosi. Das heißt, du wartest drauf, entweder dass es sehr stark regnet, das kann natürlich auch sein, oder du wartest darauf, dass die Flut kommt. Da habe ich tatsächlich als kleines Mädchen damals öfter von geträumt. Aber so richtig, so 30 Meter hohe Wellen, ne? Frag mich nicht, was das bedeutet. Vielleicht wird die Welt irgendwann untergehen, indem wir mega große Wellen haben, die alles überschwemmen. Ich habe keine Ahnung. Dann kann ich sagen, ja, vor 30 Jahren habe ich es geträumt. Aber ich habe auch geträumt, dass ich fliegen kann und auf Einhörnern reite. Also von daher ist die Chance wahrscheinlich gering, dass die Welt untergeht durch solche Sachen. Ja, ich würde sagen, das ist eher wahrscheinlicher, als dass du wirklich auf dem Einhorn reitest. Ja, wissenschaftlich gesehen ja, wobei ich nicht weiß, 30 Meter hohe Wellen. Ja, das ist schon realistisch, das geht schon. Also ich habe mal irgendwo, habe ich mal... Wenn es einen Erdvulkan gibt oder irgendwie hier... Im Wasser, oder so. Meinst du? Hä? Meinst du jetzt im Wasser? Ist das so, yeah. So die Schwingungen... Ja, oder ein Erdbeben unter Wasser irgendwo dann halt. Also dann könnte natürlich auch sein, dass Godzilla dann auf einmal aus dem Wasser aussteigt. Oder so ein Mech-Monster. Wobei, da muss ich sagen, das könnte tatsächlich sein, weil wir wissen ja nicht, was ganz unten, also so Mech vielleicht nicht die Größe, aber wir wissen ja nicht, was ganz weit unten im Wasser ist, weil so wie ich das verstanden habe, können wir nicht unendlich tief tauchen. Noch nicht. Du da? Nee, du bist ja nicht rausgefahren, du bist da drauf geblieben. Nee, rechts runterfahren müssen wir gleich. Ja, aber gleich. Nee, das sah so komisch aus, als ob du da rausgefahren bist zum... Naja, gut.
So ein Tank, doch, da hinten wäre auch eine Tankstelle gewesen. Tanken müsste ich, ich weiß nicht, ob ich noch vorher tanke oder... Ja, jetzt fährt der Wagen zur Seite. Das ist mal was, was vielleicht noch realistisch ist. Gerade so Karren, die nicht so schnell fahren. Aber, nee. Oh, wir müssen hier raus. Oh, fuck, Entschuldigung. Ich habe keinen Blinker gesetzt, kein gar nichts. Ich hab doch gesagt, ich bin da raus. Ja, aber ich bin so schön am Reden und so bin ich ja auch geblitzt worden. Ich war so schön am Singen und hab dann ein bisschen Oscar ausgedrückt aus Versehen. Hast du das Blitzen noch an? Nein, nicht hier. In der Realität. Normalerweise, das war eine Stelle, wo ich immer mich an die Geschwindigkeit halte, weil ich weiß, dass halt da irgendwo auf der Strecke schon mal geblitzt wird. Immer. Und da war ich irgendwie voll drin im Singen, keine Ahnung. Und automatisch ist anscheinend mein Fuß ein bisschen tiefer auf die Bremse, aufs Gas gegangen. Ich habe es aber tatsächlich nicht gemerkt, muss ich sagen. Und dann war so dieser typische Effekt. Ich habe den Blitzer gesehen und dann erstmal voll auf die Bremse gedrückt. Das würde ich auch machen, wenn ich nur 30 fahre oder so, ne? Oder 50, wenn das so genau die Grenze ist. Aber ich bin in meinem Leben tatsächlich noch nicht oft geblitzt worden. Ich glaube immer noch, ich habe nur Glück gehabt, aber... Das war nicht dein Blitzer jetzt gekriegt, den er da gemacht hat? Nee, immer noch nicht. Ich weiß nicht, also entweder ist das wegen Weihnachten, das kann natürlich auch sein, dass das jetzt alles so lange dauert. Vielleicht sind die ganzen Leute schon besoffen unterwegs oder so. Cold Drink steht dann hier oben, ja super. Ja. Wie viel Zeit hast du noch? Niemand ist frei von Fehlern. 3 Stunden 38. Ich bin ja... Ja, hin und wieder kann ich dich sehen. Im Moment kann ich so die unteren Striche von deinem Namen noch sehen. Aber ich weiß, dass du irgendwo noch so ein bisschen vor mir bist. Da du ja nicht ausrollen lässt, sondern komplett aufs Gas drückst, weil du Angst hast, weil du ja den Schaden noch angelassen hast. Hallo, ich habe den Tempomat an. Ja. Aber ich will nicht, dass du mir in die Karre fährst. Mhm. Machst du nämlich dann. Komischerweise machst du das normalerweise immer. Nee. Ich will sowas nie tun. Natürlich nicht. Ich doch nicht. Oh, erinnere mich übrigens dran, dass ich in Teso noch die Goldene und so besuchen muss und posten muss. Das habe ich nämlich vergessen. Extra ruhig, weil er genau weiß, dass er mich da eh nicht dran erinnern wird. Wieso habe ich hier die ganze Zeit 7,55 im Hintergrund? 7,56? Ach, das ist ein Radiowecker, wo nur... Ach, jetzt sehe ich das erst. Boah, kackt der jetzt ab. Das geht hier ein bisschen im Berg hoch. Wir können nur noch 44, 42. Ja, stimmt. Das ist die Uhrzeit, die oben rechts auch angezeigt wird. Aha. Weil du kannst, das habe ich gesehen, auch einstellen, dass du das Navi rausnimmst. Nur, ich habe keine Ahnung, wie du dann herausfinden willst, wo du eigentlich entlangfahren sollst. Nee, ganz ohne Navi, oder? Ja, das stand, du kannst es ausschalten oder du kannst es, glaube ich, transparent oder so schalten. Ich weiß, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, das habe ich einmal gehabt. Das hat so genervt, hatte ich das komplett im Bildschirm hier drin, ne? Im Sichtbereich. Das war total ätzend. Ach, dann hast du das komplett drin. Hm. Aber nur... Vorne jetzt in der Scheibe quasi? Oder ja, über das ganze Bild, über den ganzen Bildschirm. Okay. Boah, ist das jetzt dein Ernst? Ey, ich komme nicht höher als 62 km/h und ich weiß nicht warum. Ich meine, eben bin ich so ein bisschen im Berg hoch, aber jetzt bin ich gerade ziemlich gerade gewesen. Okay, jetzt fahre ich runter, jetzt werde ich wieder ein bisschen schneller. Das jetzt? Jetzt geht steil bergab nach unten, oder was heißt das? Ich habe es nicht ganz sehen können. Ja, es geht so ein bisschen bergab dann. Ich habe da auch ein bisschen mehr Speed drauf gehabt. Truck Ram? Nein, wir sind keine Trucks. Oh, Scheiße! Nee. Hä? Oh, jetzt habe ich hier eine... Ja, pass auf, wir müssen nach San Francisco. Das geht gleich so in so einem Bogen über die Autobahn. Jetzt habe ich eine Vollbremsung gemacht, weil ich gedacht hatte, ich müsste da hoch. Rechts neben mir sind die Autos normal gefahren, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und als nach der Vollbremsung, als ich wieder am Weiterfahren war,
sehe ich auf einmal im Rückspiegel, dass da Polizei mit Blaulicht ist und ein Autounfall ist, hä? Na super. Und dich kriege ich noch. Danach fahre ich rüber. Jetzt hat sich dieser blöde Schwarze natürlich so blöd dahingestellt. Er hat noch 100 Meilen, genau. Ich muss hier raus. Lass mich hier raus. Ich habe extra einen Blinker gemacht. Kann ich doch nichts für, wenn ihr beiden Idioten keine Bremse betätigen könnt. Beziehungsweise der linke hätte weiterfahren müssen und der rechte, haben wir jetzt mal nicht gesehen. Schneide ich einfach raus, so. Nein, bei mir gibt es nur Uncut. Außer natürlich am Anfang und am Ende. Och, was ist das denn hier? Bauarbeiter? Bauarbeiter. Wieso können die denn hier kein Schild machen? Ja, das ist richtig geil mit der Überholspur. Aber ist auch kein Schild irgendwie mal so ein bisschen vorher oder so, dass da was im Weg ist. Das finde ich immer richtig klasse. Normalerweise, wenn du sowas hast, also auch mit Bauarbeiten, die machen ja dann Pinölchen oder so, ne? Oder manchmal auch ein Schild. Was hast du eigentlich hier bei dem gelevelt in den Punkten? Hat die Fernfahrt schon höher irgendwie? Im Stream, glaube ich, habe ich das auf Maximum, ne? Da müsste ich hier, brauche ich, glaube ich, noch einen Punkt für alle Fernfahrten. Ja, ich habe immer nur, ich habe nur zwei hier drin, weil ich am Anfang hier bei dem alles überall Punkte reingemacht habe. Das war echt doof. Ja, habe ich aber auch gemacht. Aber da ja, ich aber du verdienst weniger dadurch. Du verdienst aber weniger. Ich hätte mehr Fernfahrt erstmal hochleveln sollen. Jein. Also, ich kann mir gut vorstellen, wenn du das umrechnest, dass es nicht so viel mehr ist mit einer Fernfahrt. Nur du kriegst es halt am Stück, ne? Aber wenn du viele kleinere Fahrten machst, kommst du ja auch an deinen Betrag ran. Ja. Und da die ja viel schneller dann fertig sind, weißt du, was ich meine? Also ich denke, da ist nicht so viel Unterschied. Aber ich persönlich, ich fahre dann lieber, sage ich jetzt mal eine Stunde oder sowas am Stück, wenn ich die Zeit dafür habe natürlich nur, und krieg dann, weil es halt schöner aussieht, sage ich mal, einen größeren Betrag auf einmal, ne? Als dass ich dann so viele kleine Fahrten fahre. Da ist wieder eine Baustelle. Der linken. Irgendwo nach der Kurve, glaube ich. Da ich ja leider notausgebremst wurde hier von zwei. Hm? Ich hätte vielleicht doch über einen Standstreifen an dem einen vorbeifahren sollen. Also das habe ich eben gemacht. Und da war genug Platz. Da bin ich an der Laterne hängen geblieben und dann stand ich quer auf der ganzen Strecke. Nee, ne? Mit dem Eurotruck eben. Hm. Das war total bescheuert. Hallo Leute, ist das euer Ernst hier? Muss ich hier alle in der Baustelle am Standstreifen? Oh, oh! Ich habe zumindest ein Schild mitgenommen noch am Ende. Es war keine Laterne, aber es war ein Schild. So, die Pfeife. Fahrzeugüberprüfung. Ich muss zur Wiegestation. Ich hasse solche Strecken. Ich hasse sie abgrundtief. Dafür haben die, glaube ich, keine Mode-Station hier in Dings, ne? Das ist nervig im Eurotruck. Schade, Trick 17 hat gerade nicht funktioniert. Ja, stimmt, ich glaube, oder? Ich weiß es nicht. Gab es hier gar keine? Eigentlich... Ich kann die Wiegestation umfahren. Ja, das ist toll. Ich will aber wissen, wo ich entlang fahren muss. Ah, geradeaus. Okay. Einfach bist geradeaus. Bist du denn da reingefahren? Ja, du beholst mich jetzt. Ja, weil ich es nicht umfahren könnte, statt ich musste es, glaube ich, wiegen lassen. Du musst einfach nur geradeaus fahren. Das mache ich auch immer. Hast du es jetzt? Hast du ja, jetzt fahr rauf, ich bremse den einen aus. Das hört sich nett an. Ne? Fahr rauf, ich bremse den aus. Du angebrützelt. Ich sehe dich. Ja, du sollst mal Gas geben hier. Ja, er beschleunigt ja nicht. Ja, ich merk's. Mit 60 hänge ich hier hinter dir her. Wir sind gleich da. Wir brauchen nicht mehr lang. Ja, das macht es trotzdem nicht besser. Ich will Vollgas fahren. Mein Bett ist auch nicht so voll. Das geht nicht schlafen. Achso, ich habe ja Kaffee erst gehabt. Jetzt ist es aber wieder schön hell. Jetzt kann ich wieder darauf achten, ob ich irgendwo ein Bild machen muss. Also wer sich meine Bilder angucken möchte, auf meiner Pinterest-Seite, also pinterest.com/gameplayerin, habe ich ja eigentlich mittlerweile schon viele Fotos, also beziehungsweise Screenshots hochgeladen von Euro Truck und American Truck, wobei ich persönlich American Truck immer noch geiler finde, weil einfach coolere Sachen da drin sind.
Aber im Eurotruck findet man auch, wenn man gut hinguckt, sehr coole Sachen. Aber das Geilste fand ich tatsächlich Roswell, ne? Im American Truck. Ja, da müssen wir mal einen Weg hin machen. Wieso? Das ist so eine geile Stadt. Und wenn du dir den Aussichtspunkt anguckst, da siehst du dann noch einige von den Screenshots, die ich gemacht habe. Wir müssen gleich raus und scharf links. Mhm. Ich will immer auf R drücken. Weißt du, das war, glaube ich, ursprünglich... Nee, das war nicht auf R, das war... Alter, sag doch, dass du so bremst! Geht's noch? Hier ist eine Stoppstraße eigentlich. Ja, und das ist mir doch egal. Du musst nur darauf achten, dass kein Auto in der Nähe ist. Mhm. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Wahrscheinlich fährt mir jetzt einer rein, weil ich jetzt so langsam bin. Nein. Oh, Leute. Der Bus ist auch mitgekommen. Hallo? Wieso geht der nicht aus? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht gucke, ist meistens keiner da. Wenn ich gucke, fahren sie aber in mich rein. Ist tatsächlich so. Was ich wohl hier im American Truck ist mir oft aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das auch so in der Wirklichkeit ist. Also so in der Gegend. Du hast oft so total verrostete Karren irgendwo stehen, ne? Mhm. Was schade ist, weil eigentlich, das sind ja keine schlechten Autos, so, ne? Das sind viele Trucks und so und Pickups. Wir sind da! Wir sind da! Ja. Und bis auf den einen... Ja gut, das war... Das kann man jetzt sagen, das war eigene Doofheit von mir aus, aber... Ich hätte auch auf Vorsicht fahren können, aber ich wollte halt schnell da durch. Aber wir hatten ein paar Idioten, die tatsächlich da dumm rumgefahren sind und wo es auch hätte bremslich werden können. Nee, das. So. Auf Nummer sicher gehen. Ja, das wollen wir nicht. Das dauert zu lange. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Mann, das hat keine Dings gegeben. Keinen Level-Up. Ich hoffe, dass es nicht zu klein ist. Weil ich brauche ein Level-Up, damit ich dann den letzten Punkt da noch reinmachen kann. Also ich hätte noch einen Truck von hier aus, eine kurze Strecke. Das sind 27.000 Dollar. Ich überfahre dich jetzt. Sollen wir den machen? So parken Frauen. Hallo. Ja. Oh, so sieht das aus, wie geil. Ach, kannst ja gar nicht sehen. Ich habe hier die Halloween-Bemalung auf dem Truck jetzt drauf. Ich habe dieses... Habe ich gar nicht drauf, das bist du. Ach, du blöder Arsch. Ich setze das jetzt. Ich habe das auf dem anderen Truck drauf gemacht, nicht bei American. Also ich habe eine drauf. Ich weiß nicht, was du drauf hast. Du hast pink irgendwie. Ja, ich habe es beim Euro-Truck hatte ich das geändert, nicht beim American Truck. Beim American Truck wollte ich eigentlich komplett dieses Western-Ding machen, aber ich glaube, das ist noch nicht freigeschaltet. Ach, nee, ich habe das schon voll hier. In den anderen habe ich jeweils einen Punkt drin und ich mache jetzt den dritten Punkt hier oben bei Gefahrgut rein, weil da kriegst du nämlich auch mehr, wenn du andere Sachen da machen kannst. Ja, fast 30.000 haben wir bekommen. Sehr, sehr schön und der Auftrag ging gar nicht so lange, also das ist eigentlich eine ganz gute Länge auch zum Aufnehmen. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, dann können wir alle nochmal eben was trinken und durchatmen und ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bibi machen gehen und dann geht's weiter. Und der Epi kann nochmal Bibi machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao. Ich hab schon aufgesattelt. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.